Mal schauen, was das Nike-Shirt so aushält. Oh, shit! Fuck! Okay, das Nike Revolution Shirt ist eigentlich ein Fußballtrikot. Aber ich tue es gerne fremd in Zwecken. Wie ich dazu kam, das Shirt mal zu kaufen und zu testen, hat eigentlich nur einen einzigen Grund. Fußballer haben es mir empfohlen. Aber ich wollte es erst fast gar nicht so glauben, aber ich habe es getan. Und das Fazit unterm Strich ist bombastisch. Die Gründe sind eigentlich gar nicht so viele, sind vielleicht zwei, drei Stück und die bekommt ihr jetzt. Der erste Punkt ist, dass das Shirt mega leicht ist. Obwohl es langärmlich ist und Co., man spürt es beim Sport so gut wie fast gar nicht. Der zweite Punkt ist, ich gehe gerne laufen, schwitze auch viel und das Shirt klebt nicht an der Haut, es ist luftig und ja, man könnte sagen, atmungsaktiv. Es ist der Hammer und ja, fremd in Zwecken deswegen, weil ich tue es halt nicht zum Joggen anziehen oder zum Fußball, sondern halt ja, zu jeder Sportart, die heiß hergeht sozusagen und nicht die Matratzensportart. Und der andere Grund ist der, dass wenn man schön durchgeschützt ist und das Shirt in die Wäsche steckt und ja, ich wasche meine Wäsche selber und hol's danach raus, ist es eigentlich schon fast trocken. Vielleicht nur noch ein, zwei Stunden irgendwo über die Lehne werfen sozusagen und man kann es sofort wieder anziehen. Fantastisch. Für Sportler perfekt geeignet. Und ja, was dazu erwähnen ist, es gibt diese Shirt leider nur in drei, also zurzeit in drei verschiedenen Farben. Welche das alles sind, findet ihr unterhalb vom Video. Auch den ganzen Testbericht dazu, was ich damit erlebt habe und ja, wie die Qualität halt so ist, ne? Unterhalb vom Video. Wer es jetzt nicht erwarten kann, kann direkt auf das Shirt klicken und kommt wahrscheinlich zu Nike oder zu einem anderen Shop. Also ich gucke da immer relativ live, wo es den besten Preis gibt. Und wer sagt, okay, ich habe Zeit, ich brauche jetzt das nicht sofort zu bestellen, den empfehle ich auf jeden Fall unterhalb vom Video in die Videobeschreibung oder auf den Artikel zu schauen oder hier einfach auf meine Hand zu klicken, weil dann kommt ihr A zu den Artikel und auf meiner Seite findet ihr den Report, wie ihr bis zu 70% bei solchen Markensachen sparen könnt. Da gibt es so ganz einfache Tricks, die man ja eigentlich wissen müsste und anwenden sollte, aber den meisten tut es gar nicht. Und ja, den Tipp bekommt ihr auch da, wenn ihr euch da das anschaut, werdet begeistert sein. In diesem Sinne, ich gehe jetzt weiter Sport machen, heiße Sportarten und freue mich aufs nächste Video. Bis dahin. Ach ja, und wer selber so ein Shirt hat oder Fragen hat, nutzt die Kommentarfunktion und hier oben irgendwo könnt ihr mich abonnieren. Bis dahin, in diesem Sinne. Ciao, ciao.